Einen wunderschönen zusammen. Mein Name ist Paddy Eve und heute zeige ich euch unseren Schnorchelgang in Ägypten, Massalam. Wir hatten ein Hotel, wo wir direkt vor uns ein Riff hatten. Das heißt, wir hatten kein Hotel mit Strand, sondern direkt ein Riff vor uns. Aber trotzdem konnte man da extrem gute Schnorchelgänge machen. War nicht so tief. Ich glaube, Maximaltiefe hatten wir da an gewissen Abständen oder Abschnitten so 2 Meter maximal. Ansonsten alles immer so, ja, 1,20 hoch. Trotzdem konntest du, sage ich mal, sehr entspannt schnorcheln gehen. Und ich muss sagen, für mich persönlich habe ich bis dato eigentlich überwiegend nur Erfahrung in Ägypten, sprich Rotes Meer. Und sag auch ehrlich, ich möchte kaum noch was anderes sehen. Ich war auch schon mal in Mexiko schnorcheln, auch in Kuba oder Kroatien, Spanien. Aber die Unterwasserwelt in Ägypten, also im Roten Meer, ist, glaube ich, kann man so sagen, phänomenal. Bin dazu immer so vom Kopf her dieser Typ, ja, hier Fische aus dem Film Findet Nemo, ja, schön mit dem Clownfisch, also mit Nemo und so weiter, mit Dory und. Und da muss ich sagen, verbindet man auch was. Und ihr seht hier, es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie entspannt das alles ausschaut. Man muss dazu sagen, mittlerweile, so habe ich das Gefühl, haben die Korallen sehr, sehr stark an Farbe verloren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt irgendwie, dass die gestorben sind, keine Ahnung. Und guck mal, wie nah die kommen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, Zitronenfalte oder so, kann das sein? Oder, boah, schwierig. Also ich habe die ganzen Namen nicht im Kopf von den ganzen Fischen. Ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, in diesem Video kommt noch ein richtiges Highlight, beziehungsweise es kommen insgesamt 3 Highlights. Wo ich selber sagen muss, wow, mehr als überrascht gewesen, so etwas zu sehen, habe ich bis dato auch noch nie gesehen gehabt. Ja? Und ihr seht auch selber, also ich habe sehr krasse Nahaufnahmen machen können. Lag zum Teil, finde ich persönlich, jetzt auch daran, dass ich mich sehr, sehr ruhig verhalten habe und gar nicht irgendwie den Fischen hinterher geschwommen bin, sondern einfach ja, mich gleiten lassen habe, sage ich mal. Wo ich der Meinung bin, das hatte halt dann den Vorteil, dass ich dann relativ zügig oder relativ gute Nahaufnahmen machen konnte. Ihr werdet auch in dem Video sehen, dass da Situationen dabei sind, wo extrem viele Fische auf einmal da sind. Lag leider daran, dass ja irgendwelche Touris angefangen haben, die Fische zu füttern. Ja, es ist schön, wenn man einen riesengroßen Haufen Fische dann auf einmal vor sich hat, gar keine Frage. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde es persönlich extrem asozial, wenn man irgendwie in diese Tierwelt eingreift, auch wenn es am Ende des Tages vielleicht nur Brot war, womit die Fische gefüttert worden sind. Trotzdem halte ich persönlich davon gar nichts. Einfach die Tiere in Ruhe lassen, beobachten und der hier, boah, der ist so schön, ne? Auch einer der schönsten Fische, finde ich. Ich habe leider keine Ahnung, wie die ganzen Fische heißen. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren raushauen. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal in Ruhe googeln oder mir so ein Buch kaufen. Es gibt ja so rote Meerbücher und da wird auf jeden Fall eins bestellt, weil ich schon gerne wissen wollen würde, wie, sage ich mal, so die schönsten, für mich persönlich die schönsten Fische heißen. Aber ihr könnt sehen, wie entspannt das da zu Gange geht. Ja, die sind alle entspannt am Futtern. Ich bin da so nah dran. Natürlich hauen sie da auch ein bisschen ab oder wechseln ihre Position. Aber ich bin gar nicht so auf diesen Schnappermodus, ja, dass ich irgendwie anfange, die Fische da anzugreifen, beziehungsweise irgendwie zu packen. Wo man dazu noch sagen muss, du hast eh keine Chance, ja, die Fische da irgendwie zu greifen. So nicht in diesen normalen Fällen. Sollte man auch gar nicht machen. Aber man kann ganz klar sagen, es ist wirklich so dermaßen schön zu sehen, wie schön die Wasserwelt sein kann. Ja, ich zum Beispiel bin ein riesengroßer Fan von Aquarien. Ich hätte selber gerne ein Meerwasseraquarium. Muss aber dazu sagen, aus finanziellen Gründen, naja, ja, weil du bist schon locker bei 10.000 Euro dabei für ein vernünftiges. Und ich finde, wenn man so Fische haltet, sollte man schon ein großes Aquarium haben, meiner Meinung nach. Und von daher kann ich nur sagen, habe ich mich hier umso mehr gefreut, dass du eigentlich, sage ich mal, in so einem riesengroßen Aquarium selber schwimmst und am Schnorcheln bist und das alles so schön genießen kannst. Ne? Wir waren insgesamt jetzt 8 Tage in Ägypten, waren in Massalam. Das war ein Hotel, das wurde 2018 gebaut. 2018 fertiggestellt. War ein sehr, sehr schönes Hotel. Leider muss ich sagen, etwas zu groß. Das war gigantisch groß. Guckt euch das mal an. Sorry, ich musste unterbrechen, aber das sieht einfach nur so schön aus, ne? Das ist phänomenal, wie das ausschaut. Ja, wie gesagt, das Hotel extrem groß, sehr schön auf jeden Fall, modern gehalten, ja.
Bin jetzt auch das vierte Mal in Ägypten gewesen. Das erste Mal war es in Sharm el-Sheikh und die letzten drei Mal in Mashalam. Aus den Gründen, weil man halt da viel tauchen kann und schnorcheln kann. Und da kommen wir zum ersten Highlight. Direkt vor uns eine Schildkröte gewesen mit irgendwelchen Putzern. Ich glaube, das sind so Putzerfische, die dann konstant, sage ich mal, die Schildkröten oder Unterwassertiere reinigen. Und das ist so herrlich zu sehen, ne? Direkt vor meiner Nase gewesen. Beziehungsweise ich war direkt ja, über der Schildkröte. Und das sieht so dermaßen phänomenal aus. Ja. Ich habe versucht, immer Abstand zu halten, ja. Bin auch ein, zwei Mal runtergetaucht, aber bin ihm nicht zu nahe gekommen oder bin der Schildkröte nicht zu nahe gekommen. Hier sieht man es auch nochmal. Taucht auf. Ich glaube, die war unter Wasser. Boah, ich muss lügen. Locker 5 Minuten, wenn nicht sogar 10 Minuten. Und beim nächsten Highlight, was gleich kommen wird, da kann ich sagen, ich war überrascht, wie oft es aufgetaucht ist. Und das habe ich so noch nie gesehen. Auch nicht in dieser Nähe. Also das war direkt vor meiner Nase. Und ich glaube, im Wasserbereich so Schildkröten zu sehen, das ist auch, glaube ich, einer der Highlights. Finde ich persönlich zumindest. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen, muss ich ganz klar sagen. Habe halt mit der GoPro ein paar Videos aufgenommen, immer so diverse Shorts, habe die jetzt hier zusammengefügt. Damit man einfach mal so ein schönes 10-minütiges Video hat, wo sich das mal in Ruhe anschauen kann. Und das hier zum Beispiel war auch ein Highlight, habe ich auch noch nie gesehen. Und zwar habe ich gesehen, wie da hier, das war immer das mit den Fischen, da wurden die Fische alle gefüttert. Das ist sehr, sehr viele Touris, fand ich persönlich nicht so toll. Klar, schön zu sehen, hast extrem viele Fische, ja, gar keine Frage. Ihr seht's da, das ist unfassbar, wie viele da gekommen sind auf einmal, ne? Unfassbar. Aber die wurden halt irgendwie mit Brot angelockt. So kleinen Brotfetzen, Brotkrümelchen. Klar, es ist schön zu sehen, finde ich aber trotzdem No-Go. Man sollte die Fische in Ruhe lassen und sich irgendwie nicht in diese Natur einmischen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung einfach dazu. Ne? Ich glaube, der hier, der mit dem Blauen, mit dieser, ja, diese Verbrecher, der ist auch schön. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Klickerfisch oder so? Müsste ich auch lügen. Ich habe leider die Namen nicht von den Fischen drauf. Und die hier, das sieht so schön aus. Na, guck mal, einfach so als Pärchen zusammen schwimmen. Traumhaft. Einfach nur traumhaft. So, und das hier jetzt auch nochmal so ein richtiges Highlight, finde ich, was jetzt kommt. Ich glaube, der war am Fressen oder so. Weiß ich gar nicht. Leider nur kurz aufgenommen, aber da könnt ihr dann sehen, der ist da irgendwie am Wühlen, so ein Rochen. Da seht ihr ihn. Ich glaube, der war irgendwie was im Futtern oder so. Weil der war die ganze Zeit am Aufwühlen und alles. Und ich war ganz entspannt da. Der war dann irgendwann mal fertig und ist dann abgehauen, ne? Habe ich aber alles zum Glück noch aufnehmen können. Da, guck mal. Das sieht doch so schön aus, oder? Das, guck mal, mit dem Wasser und allem drum und dran. Highlight. Sag ich, wie es ist. Highlight. Na, und jetzt kommen wir zum Haupthighlight. Da könnt ihr es sehen. Einfach eine Seekuh, ey. Ey, die ist direkt vor meiner Nase ist hier aufgetaucht. Und ich glaube, im 3-Minuten-Takt, immer alle 3 Minuten. Das sah so phänomenal aus. Und auch hier hat die Seekuh Putzerfische bei sich gehabt, die konstant irgendwie die Tiere von Parasiten und so weiter befreien. Also sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant auch zu sehen, ne? Aber die Seekuh, sage ich euch ehrlich, das war für mich persönlich mein absolutes Highlight. Wirklich, das war High-End. Ja, da ein bisschen doof, ne? Du siehst dann leider wieder diese Touris, die dann so extrem nah rankommen. Und am Ende waren da, glaube ich, auch so 20 Touris rund um die Seekuh. Mann, ja, ich gehöre auch selber zum Touri, ne? Gar keine Frage, ich habe aber immer versucht, Abstand zu halten. Aber das ist schön zu sehen. Da leider ein bisschen falsch aufgenommen. Aber das wollte ich euch nicht entgehen lassen. Wie genial. Da war Frau nicht am Quatschen und auf einmal taucht die Seekuh vor uns auf. Genial. Ja, das ist, sage ich mal, so ein kleiner Schnorcheltrip gewesen aus Ägypten, Mashallah. Würde mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet oder einen Kommentar da lassen würdet, beziehungsweise ein Abo da lassen würdet. Muss dazu aber auch sagen, auf meinem Kanal läuft eigentlich überwiegend Gaming oder Stream-Highlights, denn ich bin eigentlich Twitch-Streamer und eigentlich findet ihr bei mir so Outdoor-Sachen und boah, guck mal. Hammer, genial. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, in dem Sinne, lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit und Dankeschön fürs Anschauen.